So, perfektes Moped-Wetter. So oder so ähnlich. Das ist jetzt das zweite Mal dieses Jahr, dass du fährst, oder? Ja, glaub schon, ja. Bei mir ist es auch bestimmt schon das zweite Mal. Das stimmt, das erste Mal und das letzte Mal. Ein paar Fahrten kriege ich schon hier. Hast du ein Ziel? Erst einmal gegangen, nicht da. Aber gerade, dass du wie kommst, gell? Meine Moped-Prinzessin. Da habe ich eh mit der Versicherung telefoniert gehabt vor ein paar Wochen. Weil ich da die Schadensfreiheitsjahre so ein bisschen zwischen die Versicherungstarife hin und her geschoben habe. Damit das sinnvoller ist für die BMW. Und dann hat mich gefragt, ob die Kilometerlaufleistungen schon noch passen. Also, ja, ich weiß gar nicht, was haben wir angegeben? Ja, bei der Suzuki haben wir angegeben 9000 Kilometer im Jahr. Also meine, oder? Ja, ja. Und gefahren bis die letzten 2 Jahre irgendwas um die 180. Also ganz knapp daneben. Aber nur ganz knapp. Wobei man gar nicht großartig sicher bin, wie viel das jetzt ausgemacht hat. Aber was halt groß was bringt, ist, die RT war versichert mit den meisten Schadenfreiheitsjahren. Und das habe ich jetzt auf die BMW rüber geswitcht, weil die ist Vollkasko versichert. Die Suzuki wahrscheinlich bloß Haftpflicht, oder? Die ist nur Haftpflicht, ja. Also bei der ist sowieso wurscht, aber die kostet ja fast nichts. Die ist ja quasi geschenkt. Ach so. Und so wenig wie es gefahren bist, müssen wir eigentlich nur mal was rauskriegen. So, der Wind ist halt schon gescheit. Eigentlich nicht. Aber ich kann es dir nicht sagen, weil ich ein Windschild habe. Da fühlt man sich auf so einer Geraden wie ein Luftballon, der gerade aufblasen wird. Ach, ihr habt doch erzählt, von denen ich zwei Garmischer, die ich auf dem Treffen kennengelernt habe. Ja. Die sind im Anschluss am Treffen noch bis zur Ostsee zum Fritz hinauf weitergefahren. Okay. Jetzt wenn ich überlege, ich habe von uns aus allein fürs Treffen und wieder zurück schon 1300 irgendwas Kilometer, also knapp 1400 Kilometer drauf gehabt. Jetzt wenn du das noch erweiterst, mindestens bis zur Ostsee und dann wieder zurück. Also schon eine ordentliche Strecke, die zwei dann gemeistert haben. Ich freue mich schon, wenn die mal wieder da sind und die mal wieder da Richtung Walchensee oder so hinterfahren, dann werde ich einer sagen, hey, die sollen halt zum Chiemsee fahren, dann fahren wir hinten rum die Altenstraße miteinander, die Mautstraßen da am See vorbei. Machen wir da eine schöne Miteinander-Tour. Fahren wir zu Dani einen Kaffee trinken. Zu Dani? Zu Dani, ja. Ich weiß nicht, ob die daheim sind, aber können wir machen. Sind wir dreist? Und wie hast du das Gefühl beim Fahren? Ja, passt soweit. Ja, manchmal hat man so Tage, wo man sich einfach nicht wohlfühlt auf dem Bock. Ja, das wird jetzt eben rausfinden. Und ja. Ich habe gestern so einen Tag gehabt. Da wo ich in Bergen eingefahren bin zum Till. Also im Meer hat jetzt keine fremde Strecke nicht unbedingt fahren müssen. Ja. Aber ansonsten. Und auch nicht halt so schneu oder so, sondern eher gemütlich. Aber ansonsten alles gut. Schnell und sportlich gibt es bei mir sowieso nicht. Da irgendwo in dem Eck. Ich will jetzt bloß kurz stehen bleiben.
da irgendwo in dem Eck muss Spätzle von Maxi wohnen. Okay. So irgendwo und seine Saufkompanen. Autsch, autsch. Dumm, du schmeißt mit Steinen nach mir. Na. Doch. Das hat jetzt gerade voller ganzer Schweig gemacht. Ich bin extra versucht, drauf vorbeizufahren. Erfolglos, meine Liebe, erfolglos. Ei, ei, ei. Oh mei, oh mei. Ja, weil das jetzt das Ding so im Auto. Cornelia sagt, ja, dann polten die Chlor bei mir und ich bring's euch dann nochmal once nochmal so wieder vorbei. Sag ich, ja, ist in Ordnung. In der Zwischenzeit die Chlor hinten schon das Bein in Umfang. Nein, nicht aussteigen. Die anderen dürfen nicht aussteigen. Dann sage ich, nein, du darfst bei der Tante bleiben. Okay, zack, gut, den Tank nochmal und schaut, wie es rausgibt aus dem Auto. Und Cornelia hat es noch nicht am Arm gehabt oben, da hat die Chlor schon das Winken angefangen. Titti Papa! Also da hat sie sich jetzt schon sehr, sehr vergewissert, dass der Papa auch wirklich fährt. Da, ja genau, da ist der Schüttel. Du hast da irgendwie, dass da hinten gibt es einen Kaffee. Ich war da hinten aber noch nie. Ich weiß gar nicht, ob das schön ist. Nee, auch nicht da. Wenn ich wusste, dass man da hinten fahren kann, dass da nur so eine Straße hintergeht, was? Ja, ja, die sieht man ja nicht, aber das Schild zeigt halt eindeutig dahinter. War mal interessant. Ach, siehst du, fällt mir auf, jetzt können wir dann an der Stelle vorbei, wo der Umer die Straße verlassen hat. Echt? Ist ja. Das da gewesen? Das ist die Strecke da, ja. Die ist aber ein bisschen blöd und uneinsichtig da. Und schmal findet ihr die Straße? Ja. Letzteres war wahrscheinlich das Problem, aber uneinsichtig, da wo er dann verunglückt ist, nicht. Also verunglückt, klingt so schlimm. Wo er jetzt fett ausgefahren ist. Mit der GS kann man das schon machen, aber... Und zwar... Stücke noch. Ach, die Kurven da unten, oder wie? Genau, die da unten. Weil die ist schon gescheit tricky. Die da jetzt, oder? So, und zwar jetzt genau, jetzt ist er rechts quasi raus. Und da ist um die Kurven rum ist quasi ein Autokämmer. So wie jetzt? Genau. Und er hat Angst gekriegt, hat hinten bremst, dann hat er geschwanzelt und quasi ist nicht mehr auf die Kurve eingegangen, sondern hat sich ums Feld bemüht. Weil die Kurven da ist jetzt noch. Das Ganze, ja, ich meine, da darf man es ja verstehen, da war es aber wahrscheinlich auch nicht so gut ausgegangen, weil... Die ist ein bisschen fies. Jetzt pass auf, jetzt ist die Szene, da wird halt noch keiner wach sein von denen. Weißt du, der Maxi safe nicht, ich weiß gar nicht, ob der daheim ist. Der ist noch fort. Wenn er schon daheim sein sollte, dann schlaft er safe noch. So, da packe ich mich jetzt nicht, dass ich da wieder vernünftig wegkomme. Am besten du holst ganz weit aus, fahrst die Scheiben nach oben aus und wir stellen uns dann quasi nach unten gerichtet hin. So, auf. Quasi gleich wieder in, genau, gleich wieder in Fahrtrichtung runter dann. Juhu. Genau. Und einfach einen ersten Gang drin lassen. Jetzt müssen wir uns das einmal anschauen. Der Maxi hat nämlich 18. Geburtstag gehabt und hat von seinen Freunden ein ganz, ganz tolles Geschenk gekriegt. Ganz typisch, was man halt einen 18-jährigen Burm so zum Geburtstag schenkt. Ja, aber die Lunge. Ja. Mei, die dunkle ist Trudel. Das ist eigentlich das Allerliebste, gell? Rechts ist Trudel und links ist Glocke. Habt ihr da was draufgeschüttet oder haben die einfach bloß das Gras schon so vernichtet? Das Gras ist vernichtet gewesen und wir es dann da so lange geringt haben, was das für Barz war. Jetzt haben wir einen Sand geholt beim Matthias hinten an der Lager und haben wir da ein bisschen mit Sand, weil die haben ja direkt am Barz drin gestanden. Das war ja auch ein Letten, kannst du dir vorstellen. Aber von Malk hast du hin, oder? Na, mir hoch so gut. Schauen wir uns mal die Cannabis-Plantage an. Ich glaube schon. Wie groß
Wir haben so viele Gurken da. Kunst. Da kommt aber Stein schon hin. Wow. Die Gurken hast du einbackelt, oder? Die habe ich dabei, ja. Okay. Aber wie ist das, wenn du jetzt da zwei so Hähne hast, was hat sie jetzt gesagt? Wie viel Eier kriegst du da täglich? Ein eins am Tag, oder? Pro Hähne dann, oder was? Nein, die eine Hähne, die legt ja keins. Achso, naja gut, aber ich meine jetzt halt generell. Hätt's quasi, so wie bei uns, wir brauchen ja durchaus 4-5 Eier am Tag. Müsstest dann quasi 4-5 Hähne haben. Ja, gut, du musst das ja wirklich essen dann, gell? Oder irgendwie verarbeiten. Naja, verarbeiten oder halt ein paar... Naja gut, du brauchst das halt nicht aufheben, weil du hast am nächsten Tag ja schon wieder Eier da. Ja, eben. Ja, wirkt dann auf mich jetzt erstmal nicht nach irgendwas, was du jetzt, wenn du eine Kleinfamilie bist bei mir, wo es rentiert, dass du sagst, da tue ich mir Hähne ran. Ja, das ist dann eher so streichelt so mit, wirft ab und zu ein paar Eier ab, ist ganz nett. Ja, na, aber jetzt eben, wie gesagt, nicht so, dass du sagst so, oh, das lohnt sich, mit denen uns Eier haben, Hähne haben. Damit wir den eigenen Eierbedarf decken. Oh, über Walkers Eich kreist ein Storch. Das ist ein Adler. Hey, Zahneinbruch. Sie fahren 32. Ja gut, 50 darfst fahren, aber wer schafft es um die Kurven, Moment? Oh, irgendwie tut mir Finger weh im Schwetten. Sollst du mit dem Fuß schalten eigentlich? Ja, bei der Kupplung. Das ist gerade ganz unangenehm. Also doch direkt fahren? Kannst du denn jetzt sagen? Schaut jetzt mir ohne Zeigefinger. So, okay, und jetzt rechts. Links. Und dann bist du eh schon am neuen Wehr. Die haben ja die Brücke. Hast du das schon gesehen, nachdem sie das neu gebaut haben? Fertig noch nicht, ne? Na, ist schon komplett fertig. Schaut halt jetzt bei Weitem nicht mehr so, so beeindruckend aus. Aber dafür ist halt modern. Das haben Österreicher, haben das aufgekauft. Da wird jetzt Strom für Österreich produziert. Nix, wenn du dich erinnerst, das war ja... Viel Wasser ist drin. Ja, ein Haufen. Auf beiden geil. Seiten. Früher war da jetzt rechter Hand doch so richtig gemauerte Brücke mit so Einzelfenstern, wo die Sperrtore waren. Und jetzt ist halt bloß noch das Metallgestänge da. Da jetzt rechts, oder? Ja, der Vorfahrt. Einfach folgen. Einfach so geradeaus weiter. Also die komischen Teile da sind neu. Ja, ja. Die Kunstwerke. Ja, genau. Der kulturelle Anteil. Jetzt sind wir wieder oldschool. Genau, und unten fahren wir dann links. Dann können wir eh schon wieder Richtung Walkreiberg rein.